Für manche von uns Ausfahrt. Für wieder andere unter uns werden sie erst dann zum schönsten Teil, wenn man sich auf der Abfahrt wieder von ihnen entfernt. Berge. Was sich allerdings für beide lohnt, ist, den Berg möglichst schnell hinaufzufahren, denn wer schneller oben ist, der ist auch schneller wieder unten. Und genau deswegen gucken wir uns im heutigen Video 5 Trainingstipps an, mit denen ihr zur Bergziege werden könnt. Ach ja, während wir euch dabei helfen, eure Climbing-Fähigkeiten zu verbessern, könnt ihr uns damit helfen, indem ihr unserem Kanal GCN auf Deutsch folgt und dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Wir sehen uns oben. Sweet Spot Training. Das Training am süßen bzw. am bittersüßen Punkt. Es eignet sich für alle die, die in möglichst kurzer Zeit das Maximum aus ihrem Training herausholen wollen. Beim sogenannten Sweet Spot Training bewegt man sich zwischen 88 und 93% seiner FTP und kommt demnach ziemlich ins Schwitzen. Ja, die Intervallformen beim Sweet Spot Training sind ziemlich variantenreich. Die meisten Athleten fangen allerdings mit 2x20 Minuten und dazwischen 10 Minuten Pause an, bewegen sich dabei im angesprochenen FTP-Bereich und nähern sich dann mit wachsendem Trainingszustand ja immer intensiveren und längeren Intervallformen an. Bevor ich auf die zu sprechen komme, es gibt übrigens ein Video von mir, wo ich diesen FTP-Wert ja bespreche. Wer also nicht weiß, was das ist, der sollte sich das auf jeden Fall noch anschauen. Weiter zu den Intervallformen. Mit wachsendem ja, Fitnesszustand kann man dann zum Beispiel auch 3x20 Minuten machen, ja, oder man mixt die Sweet-Spot-Intervalle mit hochintensiven anaeroben Intervallformen, also zum Beispiel Sprints, oder man macht das Ganze als Dauermethode, das heißt, man fährt zum Beispiel einmal 60 Minuten oder 2x45 Minuten am Sweet-Spot. Ist nicht gerade angenehm, hilft aber definitiv, die Kletterfähigkeiten zu verbessern, denn wer seine FTP verbessert durch das Sweet Spot Training, der kurbelt bei mehr Leistung, weniger Anstrengung schneller den Berg rauf. Ihr seht, Richie hat eine dicke Mühle aufgelegt, das heißt, ihr wisst, was kommt, das sogenannte K3 Training. Aber wisst ihr, was ich weiß? Dass K3 Training ganz schön umstritten ist und auch in der Sportwissenschaft geht man mittlerweile davon aus, dass man Ausdauer und Kraft getrennt voneinander trainieren sollte. Und genau das ist auch der Fall, denn früher hat man ja angenommen, beim K3 Training, da macht man Krafttraining. Das stimmt aber überhaupt nicht. Aber man trainiert seine Laktatbildungsrate, beziehungsweise man versucht, diese zu senken und auf gut Deutsch übersetzt heißt das, die Beine tun einem einfach nicht so weh bei der Belastung. Ja, um das zu erreichen, ja, sollte man auf jeden Fall das K3-Training aerob trainieren. Das heißt, man sollte nicht im anaeroben Bereich trainieren, sondern wieder in diesem Bereich des sogenannten Sweet Spots, also bei 88 bis 93% der FTP, also ungefähr das Tempo, das mein Kameramann hier heute anschlägt. Ja, zum K3-Training möchte ich auf jeden Fall noch ein paar Empfehlungen aussprechen, denn früher musste ich zum Beispiel so Einheiten wie 4x5 Minuten fahren. Heute weiß man aber, dass man, ja, um diese Effekte des K3-Trainings auch richtig nutzen zu können, man sollte auf jeden Fall 8 bis 15 bis sogar 20 Minuten fahren und das Ganze ja 3 bis 5 Mal wiederholen. Meiner Meinung nach noch ein erwähnter Nebeneffekt ist, dass beim K3-Training auch einfach die Rückenmuskulatur gestärkt wird. Und das hilft einem dann auf jeden Fall, wenn man später am Berg mit dünnen Gängen den Gegner unter Druck setzt. Die nächste Möglichkeit auf dem Weg zur Bergziege sind sogenannte Trittfrequenzintervalle. Ja, diese Trittfrequenzintervalle haben gleich einen mehrfachen Nutzen. Erstens lassen sie sich super in sogenannte V2 Max oder HIT-Intervalle einbauen. Die werden dann gleich doppelt anstrengend und man bringt auch ein bisschen Abwechslung ins Training. Des Weiteren bringen Trittfrequenzintervalle, also der Wechsel zwischen dicken und dünnen Gängen, ich komme gleich nochmal genauer darauf zu sprechen, einfach, dass die Tiefenmuskulatur durch diese Variation im Gang gut beansprucht wird und das hilft euch dann, wenn ihr später in eurem idealen Gang den Berg hinaufkraxelt. Außerdem lernt man so auch einen schönen smoothen, also dünnen Gang am Berg zu fahren und die Muskulatur zu schonen. Und man ist einfach flexibler, wenn man auf die Attacken vom Trainingspartner, von der Trainingspartnerin reagieren muss.
Eine beliebte Intervallform, die ich immer gemacht habe, wären 3x12 Minuten. Und dann wechselt man alle 30 Sekunden von einem eher kleinen Gang, also in diesem Fall 110 Umdrehungen, auf einen dicken Gang, also 60 Umdrehungen. Das würde dann ungefähr so aussehen. Ihr fahrt richtig dick. Und im nächsten Insert zeigen wir euch, wie man dann richtig dünn unterwegs ist. Und so sieht es aus, wenn man mit einem richtig dünnen Gang unterwegs ist. Ich habe sie gerade eben schon mal kurz angesprochen, die Möglichkeit, eure Sweet-Spot-Intervalle mit kurzen anaeroben Einheiten zu mixen. Das lohnt sich vor allem für die, die in möglichst kurzer Zeit ihre Form am Berg richtig schön pushen wollen. Ja, warum sollte man das überhaupt tun? Es ist eigentlich ganz einfach. Also beim normalen Sweet-Spot-Training ist man ja eher aerob unterwegs. Und wenn man hier noch ein paar anaerobe Einheiten hier mit reinmixt, dann macht man gleich wieder das Doppelte aus seiner Zeit und trainiert sowohl die aeroben als auch die anaeroben Kapazitäten. Und es ist meiner Meinung nach auch einfach deutlich abwechslungsreicher. Man bringt mal ein bisschen Mix in diese doch manchmal sehr tristen Sweet-Spot-Intervalle rein und hat somit einfach Abwechslung im Training. Beliebte Intervallformen wären zum Beispiel 2x20 Minuten und hier macht man dann alle 3 Minuten einen 10 Sekunden All-Out-Sprint oder man macht 2x30 Minuten, macht alle 5 Minuten einen 30 Sekunden All-Out-Sprint oder 3x15 Minuten und hier macht man dann jede Minute einen 6 Sekunden All-Out-Sprint. Viel Spaß beim Sprinten, Leute! So Leute, das waren 5 Trainingsmöglichkeiten, die euch dabei helfen können, eine echte Bergziege zu werden. Wie immer gilt dabei natürlich nicht die Freude am Radfahren zu vergessen und die Intervallform wie immer schön dosiert einsetzen. Aber ich bin mir sicher, das bekommt ihr besser hin als der 20-jährige Richard, der es vielleicht manchmal ein bisschen zu gut mit den Intervallen gemeint hat. Ja Leute, was soll ich sagen? Macht's gut, ihr Kletteraffen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.